Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um dieses Vieh hier. Da haben wir bisher eigentlich immer dieselbe Funktion genommen, nämlich die, die Step-Funktion. Und zwar, wenn diese Summe hier, die wir berechnet haben, größer als 0 ist, dann ist die Ausgabe von Phi 1 gewesen. Und wenn sie kleiner als 0 war, dann war die, oder kleiner gleich 0, um genau zu sein, diese Summe hier, dann war die Ausgabe 0. So, das ist jetzt nicht so ganz optimal, denn wir konnten diese Phi-Funktion an sich nicht richtig ableiten. Und weil wir später eine andere Error-Funktion benutzen wollen, werden wir uns Phi anders definieren. Wir wollen das Ganze nämlich verallgemeinern, dass wir hier nicht uns dieses Error irgendwie so basteln müssen, sondern wir wollen das Ganze wirklich ja, von Phi abhängig machen. Das brauchen wir für spätere Sachen. Okay, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich werde jetzt hier Phi im folgenden V nennen, weil V wie Phi und so. Genau. Okay, also Phi Step hatten wir bisher gesehen. Phi Step sieht so aus. Phi Step ist abhängig wieder mal von x, wobei jetzt x einfach irgendeine Zahl ist, ist gleich und dann eben diese Step-Funktion. Ich glaube, ich brauche das gar nicht hinschreiben, ich zeichne es lieber. Wir haben hier sowas in die Richtung gehabt. Das ist die x-Achse, das ist die y-Achse und das Geschmiere geht mir schon wieder auf den Sack. Und hier wäre jetzt zum Beispiel mal 1, da haben wir diese Ausgabe und bei dem anderen haben wir diese Ausgabe, ich mache das gerade mal ein bisschen dicker, haben wir diese Ausgabe hier. Das heißt, wir haben hier tatsächlich so einen Schritt drin und die lässt sich natürlich nicht vernünftig ableiten, diese Funktion. Die Ableitung wäre permanent 0, abgesehen von hier an der Stelle 0, da wäre die Ableitung gerade mal unendlich. Das ist nicht so praktisch, damit kann man mathematisch einfach nicht richtig umgehen. Also die Ableitung ist die Steigung, für die, die es nicht mehr wissen. Damit kann man nicht so richtig umgehen. Wir wollen was Praktischeres. Deswegen sagen wir, okay, Phi-Step-Funktion nicht so geil. Wir wollen was anderes haben. Vor allem, wenn wir uns auch später die Error-Funktion angucken. Das machen wir, glaube ich, im nächsten Video. Okay, was man also machen kann, ist folgendes. Wir nehmen uns im Prinzip fast dasselbe her. Wir nehmen hier 0. Und hier drüben nehmen wir 1, aber es gibt eine gewisse Übergangsfunktion. Das heißt, wir haben hier so einen Threshold drin. Also wir steigen langsam an. So kann man wenigstens sagen, okay, ich habe hier jeweils eine Ableitung. Ich kann das Ding überhaupt erstmal ableiten, außer an diesen Bruchstellen hier. Da geht es nicht so perfekt, aber das ist in Ordnung so. An der Stelle 0 bis runter zu habe ich eben 0. Dann während der Threshold hier langsam ansteigt, habe ich halt eine gewisse Steigung drin. Und dann habe ich hier das Ganze auf 1, also wieder eine Steigung von 0. Das ist die Threshold-Funktion. Die ist ganz nützlich, wenn man einen schleichenden Übergang hat. Aber im Prinzip auch nicht das, was wir suchen, weil sie immer noch nicht perfekt ableitbar ist. Das wollte ich euch einfach nur zur Vollständigkeit zeigen. Was man eigentlich meistens benutzt, ist die sogenannte Sigmoid-Funktion. Und ich glaube, jetzt muss ich tatsächlich hier mal anfangen mit Radieren. So, die Sigmoid-Funktion, ich zeige euch nachher die Formel dafür, sieht so aus. Wir haben hier 0,5, hier ist 0,5, das hier. Und die Sigmoid-Funktion ist niemals perfekt 0, aber sie schmiegt sich an 0 dran. Oh, ups, das war schon mal schlecht angefangen. Sie schmiegt sich an 0 dran, fängt dann an zu... Nein. So, ich hätte wahrscheinlich noch 100 Versuche gebraucht, hätte ich euch nicht pausiert. Okay, also wir haben eine Funktion, die geht hier durch 0,5 durch. Und wenn es kleiner als 0 ist, dann schmiegt sie sich an 0 dran, wird aber niemals perfekt 0. Wohingegen, wenn es größer wird, dann schmiegt sie sich an 1 dran, wird aber nie perfekt 1. Also das hier ist immer noch klein bisschen unter 1. Das ist die Funktion und die lässt sich jetzt perfekt ableiten. Das ist nämlich hier eine E-Funktion. Wir schauen uns das Ganze mal als Formel an. Das ist die Funktion selbst. Also wir haben hier eine E-Funktion. Phi Sigmoid ist einfach der Name von dem Ding. 1 durch 1 plus e hoch minus x, 1 plus, dafür, dass wir eben auf 1 gehen und nicht auf 0. Ansonsten wären wir halt ein bisschen anders. Okay, das ist die Funktion und die kann man jetzt super ableiten. Nämlich, wenn ihr das Ganze, ihr könnt mir einfach vertrauen, ihr könnt es auch gerne selber einfach mal nachrechnen. Wenn ihr das Ganze aber ableiten wollt, ich schreibe hier ganz kurz mal die Ableitung hin. Dann haben wir das hier als Ableitung stehen. Also phi Strich von x wäre dann phi von x, also wieder die Sigmoid-Funktion mal 1 minus phi von x. Damit kann man super rechnen und das wird uns sehr stark bei dem Error helfen, also bei dem Mean Squared Error, den wir als nächstes benutzen werden. Okay, wie sieht die Ableitung aus? Nur damit ihr davon mal eine Vorstellung habt, ich zeichne die mal nebendran.
Also ich möchte euch bitten zu bedenken, dass ich das Ganze mit der Maus zeichne. Das ist wirklich nicht einfach. So in etwa sieht die Ableitung aus. Wir haben hier dieses, erst geht es höher und dann hört es hier auf und dann geht es wieder runter. Also sieht ziemlich genau so aus, wie wir es gerne hätten. Ja, wie wir sehen, die Ableitung ist niemals 0 und das brauchen wir zum Lernen. Wenn die Ableitung nämlich 0 ist, dann bewegen wir uns quasi nicht. Wir laufen sozusagen die Ableitung entlang mit der Schnelle der Ableitung und je größer die Steigung der Ableitung ist, desto schneller bewegen wir uns. Wenn die Ableitung halt 0 ist, dann bewegen wir uns gar nicht mehr, das heißt, wir bleiben stehen. Und deswegen war FiStep sehr unpraktisch, weil wir da einfach stehen geblieben sind. Sprich, wir konnten mit der neuen Methode, die ich euch nächstes Mal vorstellen werde, nicht lernen. Gut, soviel zur Sigmoid-Funktion. Wir werden noch eine weitere kennenlernen, aber die brauchen wir erst viel, viel später. Und ja, bei irgendeiner Variante von neuronalen Netzen dann. Okay, dann geht es nächstes Mal um die neue Error-Funktion. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.